ihr Lieben, herzlich willkommen zum Lesemonat für den April. Was wir im April gelesen haben, wie es uns gefallen hat, ob wir überhaupt viel geschafft haben, das zeigen wir euch jetzt. Ja, der April ist schon wieder rum. Der April ist rum. No? No? Ja. Wie lief denn der April, Anja? Ja, also die letzten zwei Wochen Katastrophe. Ich habe zum Glück am Anfang ein bisschen was reingehauen. Ich habe, ja, es sind nicht wirklich, also fünf Bücher, wobei zwei sehr, sehr dünn sind. Das muss man schon ganz klar sagen. Ich sehe schon deine Seiten. Hast du schon? Kaum vergiss es. Habe ich dich? Was, da? Da. Okay, ich habe bei März geguckt. Nee. Fünf Bücher. Wie viele Seiten? 1516. Toll, Anja. Toll. Und? Ich habe immerhin vier Bücher gelesen. Okay. Ich finde, das ist schon eine sehr gute Zahl. Das ist sehr gut. Leider habe ich den März nochmal unterboten an Seiten. Nein. Es sind 777 Seiten geworden. Eine Schnapszahl. Eine 777? Mega. Eine Schnapszahl. Ich finde es sehr traurig. Ja. Ich habe sehr viele dünne Bücher gelesen. Sehr viele dünne. Welcome in my world. Oh, und es ist noch schlechter als der März. Ich bin völlig vom Glauben abgefallen. Mach ruhig, Anja. Lass ruhig fallen. Ich hab was fallen lassen. Du kannst auch mal Anteil nehmen. Ja, du hast... Wir können ja mal was einführen. Und zwar, dass du die Theaterblätterseiten einfach mal dazu nimmst. Jedes Mal, ja, wenn du sie liest. Oh Gott, ja, dann wäre ich jetzt... Dann hättest du wahrscheinlich aber 2599. Das furchtbar. Noch schlechter als der März. Ich sag dir, den Mai wirst du rocken. Echtes Drama. Richtig Drama. Ja, Mai wollen wir renovieren, ob das dann so gut wird. Stimmt. Aber gut, ich hoffe einfach. Ja. Es ist einfach, Nein. Es ist im Moment, ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall jetzt viel, viel besser werden. Ja, aber Rido sagt mir immer nur, wie viele Bücher ich hinterher bin. Wie viel bist du hinterher? Sechs oder so? Vier. Ich bin auch nicht gut. Sechs. Wie sollst du es jemals aufholen? Oh Mann, ey. Nee, ich weiß nicht. Und wir haben noch nicht mal einen Urlaub dieses Jahr geplant, wo irgendwie so nur lesen ist und nicht, Strand, ne? Und so. Mm-mm. Oh, oh. Hier. Merkwürdige Dinge geschehen. Merkwürdige Dinge Alexa geschehen. Schreiben sich einfach wieder an. Und singen schöne Singlieder. Ja, nein. Auf jeden Fall, ja. Weiß ich nicht. Muss sich das ändern, weil sonst wird mein dieses Jahr eine Katastrophe. Naja, aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Wie gesagt, und wenn du deine Theaterblätter lesen würdest, dann würdest du mich sowas geschlagen. Ich habe Hoffnung, dass es besser wird. Aber gut, dann fängst du an. Ich fange an. Du hast fünf. Richtig. Ich habe fünf. Und zwar, das erste ist ein Rezensionsexemplar aus dem Verbrecher Verlag. Und zwar hatte ich gefragt, ob ich A wie Ada von Dilek Güngör lesen darf. Und das durfte ich. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Denn es ist echt ein ganz besonderes Buch, denn es ist aufgebaut mit ganz kurzen Texten. Ich kann euch das ja einmal nochmal zeigen. Oh, jetzt fallen mir schon die Zettel raus. Karte. Genau. Kurzen Texten, man könnte es auch Essays nennen. Und die sind aneinandergereiht, aber doch ergeben sie im Großen und Ganzen ein Gesamtbild. Und zwar das Leben einer jungen Frau mit Migrationshintergrund. Die Eltern kommen aus der Türkei und sie lebt jetzt in Deutschland und sie scheint halt nie so richtig irgendwo anzukommen. Wir haben hier Texte aus der Kindheit, aber auch als junge Erwachsene, als junge Frau und ja, sie möchte sich anpassen, sie möchte geliebt werden, aber auch nicht von jedem und sie will auch nicht alles mitmachen, so wie das ja normal ist. Man möchte ja einfach auch als eigenständige Person gelten. Und im Anbetracht des Migrationshintergrundes wird es halt auch ein bisschen schwierig. Und das sieht man hier ganz deutlich. Ich finde die Sprache von Dilek Güngör herausragend. Sie hat so tolle Sätze. Ich habe mir auch so ein paar Marker gemacht, die mich einfach total beeindruckt haben. Auch so Aussagen, die sie sagt oder so Dialoge, die gemacht werden, die mich wirklich, die mich auch mal teilweise etwas haben schmunzeln lassen, die aber auch mich sehr zum Nachdenken angeregt haben.
Und deswegen ist es ein ganz, ganz tolles Buch, wenn ihr euch mal mit sowas beschäftigen möchtet. Also es ist wirklich, ich kann das nur empfehlen. Ich habe dem jetzt 4 Sterne gegeben, fand es ganz, ganz toll und hätte am liebsten noch mehr von Ada erfahren. Und könnte mir vorstellen, dass Ada auch romanwürdig wäre, dass man ihr auch wirklich noch mehr Zeit schenkt. Das hätte ich gerne gehabt. Aber ich fand die Art, wie Dilek Güngör das hier gemacht hat, wunderbar. Also ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, anhand so kurzer Texte, dass das ein großes Ganzes ergibt und dass man die Person Ada wirklich auch kennenlernt und sie auch fühlt und ihr nah ist. Das fand ich sehr beeindruckend und deswegen lege ich euch das absolut ans Herz. Guckt da unbedingt mal rein. Ja, ja, ich habe den Monat April begonnen mit Die Verwandlung von Franz Kafka. Das durften wir ja für die Büchergilde lesen und wir haben euch das auch schon in unserem Büchergilde-Video ja ziemlich ausführlich vorgestellt. Deswegen verlinke ich das hier mal, wer da nochmal reingucken möchte. Und ich habe es aber, wie gesagt, erst Anfang April dann gelesen. Und ja, das ist eine wunderschöne, aufgemachte Neuerscheinung im Büchergilde Verlag, quasi von Die Verwandlung mit Bildern von der Künstlerin Rosi Lilienfeld, weil sie hat dazu tatsächlich zu der Verwandlung Bilder gemalt, die vorher nicht veröffentlicht worden sind in einem Buch. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie quasi mit dem Text veröffentlicht werden. Und wir sind da in unserem Video auch etwas näher drauf eingegangen, wie die Künstlerin Rosi Lilienfeld dazu gekommen ist, überhaupt diese Bilder zu malen und was mit ihr passiert ist und so weiter. Genau. Deswegen kann ich euch das Buch aus der Büchergilde, wer die Verwandlung mag, auch wirklich ans Herz legen. Hier sieht man mal eine der Bilder und es ist einfach wunderschön aufgemacht. Und es gibt auch noch ein richtig tolles Nachwort von Eva Sabrina Adlan, die dann nochmal den Zusammenhang zwischen Rosi Lilienfeld und Franz Kafka und sein Werk Die Verwandlung da ein Nachwort zu gemacht hat. Genau. Und ich habe Die Verwandlung ja nie gelesen in der Schule. Ich habe ja Der Prozess gelesen und ich hatte damals in jungen Jahren doch etwas Probleme irgendwie mit dem Prozess. Also viele weiß ich noch, weil Kafka war auch Abi-Thema bei uns als Auswahl. Viele haben Kafka echt gemocht und haben das auch gewählt. Und haben da, glaube ich, auch besser abgeschnitten als ich mit meiner Gedichtsinterpretation. Ja, also ich habe mich zum Gedicht, für das Gedicht entschieden. Ich hätte mich vielleicht auch besser für Kafka entschieden. Aber mir war das damals irgendwie, ja, ich muss Der Prozess auf jeden Fall auch nochmal lesen. Ich weiß auch, dass es natürlich schon ja doch irgendwie ein umfangreicheres Werk ja auch von ihm ist. Hat ja auch viel mehr Seiten als Die Verwandlung, ist ja eher eine Erzählung. Ja. Ne? Also ist eine Erzählung, genau. Ja, und ich habe das halt, wie gesagt, noch nicht gelesen vorher und deswegen war ich sehr gespannt darauf, weil ich wusste, dass Anja es ja mag und viele mögen es ja sehr gerne. Viele mögen ja Kafka auch unheimlich gerne. Jetzt ist ja auch Kafka-Jahr, weil der 100. Todestag sich dieses Jahr jährt und ja, deswegen erscheinen natürlich ganz viele neue Bücher beziehungsweise die Sachen neu aufgelegt in schönen Bänden oder sonst wie. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt auf diese berühmte Erzählung von ihm, weil das ist ja wohl die berühmteste Erzählung eigentlich. Also das, das verbindet man direkt schon mit Kafka eher. Ja, ne? Absolut. Ja. Genau, es geht ja hier um Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht und nicht mehr als Mensch, sondern als ein hässliches Ungeziefer auf einmal wach wird. Und das ist ja so eine Parabel im Endeffekt von Kafka, in der man da tatsächlich so eine Gesellschaftskritik auch reingesteckt hat. Also so eine stille Revolte gegen die Unmenschlichkeit im Endeffekt, dass wie unmenschlich man handelt oder wie unmenschlich die Umwelt auf manches reagiert. Und es wird irgendwie in Tiergestalt, die Gregor Samsa dann da hat, irgendwie der Welt so den Spiegel vorgehalten.
ja, so gesehen. Und ich fand das sehr, sehr stark. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich war da wirklich sehr fasziniert von. Ich wollte dann auch immer wissen, wie es weitergeht. Klar, es hat nicht viele Seiten, aber es war irgendwie sehr mitreißend. Ich habe dem zwar keine 5 Sterne gegeben, aber 4,5. Mhm. Und es hat mir unheimlich gut gefallen. Also es war wirklich toll. Ja. Fand ich richtig gut. Das ist auch echt gut. Ja. Ja. Jetzt was ganz anderes. Oh ja, ich bin gespannt. Das ist ja bald auf meiner Rappe. So sieht's aus. Im März schon angefangen mit 2 wunderbaren Ladies, habe ich das ja gelesen. Und zwar von Joelle Dicker, Das Verschwinden der Stephanie Meller. Wir sind ja die Joelle Dicker Fangruppe und wir wollen ja alles von ihm lesen. Und da war jetzt dieses Werk dran. Das ist der nächste gewesen. Und das war der nächste, genau. Und den haben wir jetzt... Jetzt kommt Raum 563, keine Ahnung. Irgendein Raum, der kommt als nächstes, genau. Genau, und ich muss euch noch sagen, von wem es übersetzt ist. Die Anja hat es leider nicht in ihrem Buch übertragen. Es ist natürlich aus dem Französischen und es wurde übersetzt von Amelie Thoma und Michaela Messner. Die kennen wir ja schon. Genau, genau. Die übersetzt wirklich viel. Also die ist eine fleißige Übersetzerin. Auf jeden Fall. Genau, und jetzt war dieses Werk dran. Und ja, ich sage euch erstmal, um was es geht, dann sage ich euch meine Meinung. Genau. vor über 10 Jahren wurde in einem kleinen Vorort eine Familie ausgelöscht. Und zwar dieser Vorort heißt Orphea. Und die Familie war die Familie des Bürgermeisters, also Mann, Frau und der Sohnemann. Die wurden halt brutal niedergeschossen. Und eine Joggerin, die zufällig an dem Haus vorbeigejoggt ist, wurde auch noch Opfer. Und dieser Mordfall wurde damals von 2 Detectives bearbeitet, die doch recht jung in diesem Job waren. Und das war jetzt sozusagen der Fall, der sie so ein bisschen auch nach vorne bringen sollte. Und zwar geht es da um Jesse und Derek. Und ja, und sie haben den Fall gelöst. Es wurde ein Mörder gefunden und der wurde dann auch verurteilt. Und jetzt steht aber plötzlich eine Reporterin, nämlich Stephanie Meller, vor Jesse und sagt... Ihr habt da irgendwas übersehen. Da stimmt was nicht. Und kurz darauf, nachdem sie sich mit Jesse getroffen hat, verschwindet Stephanie Meller. Und selbst und auch da wird Jesse klar, okay, wenn die jetzt weg ist, obwohl sie mir das gerade gesagt hat, ist irgendwas nicht richtig. Irgendwas stimmt nicht und wir haben wirklich was übersehen. Jesse ist auch kurz davor, in den Ruhestand zu gehen. Er wollte extra früher ein bisschen in den Ruhestand gehen, um wirklich auch entspannt seine freie Zeit zu genießen, aber das lässt ihn keine Ruhe und er fängt wieder an und versucht da in diesem Fall zu wühlen. Das findet natürlich sein Chef nicht so gut, weil abgeschlossene Fälle sind ja immer ein Haken hinten dran und hier wird jetzt weiter gewühlt und gesucht und die Polizeiarbeit natürlich in Frage gestellt ist immer eher schlecht, deswegen kam das nicht so gut an im Team. Ja, und sie fangen jetzt beide an zu ermitteln. Sie treffen dann auch noch auf Anna, die in dem Ort Orphea auch mit Polizistin ist. Sie hat da nicht so einen ganz guten Stand in dem Team dort, in diesem kleinen Vorort, was relativ konservativ ist, weil sie ist halt eine Frau. Mhm. Ne? Aber sie schließt sich dem Duo an und zusammen fangen sie an zu ermitteln. So, das ist jetzt so ungefähr so die Erzählung, um was es geht. Und was halt immer so in dem Mittelpunkt auch steht, ist so ein Theaterfestival. Denn da ist nicht damals dieser Mord passiert. Mhm. Und dieses Theaterfestival ist unfassbar wichtig für diesen kleinen Ort. Da werden dann verschiedene Stücke aufgeführt. Und es ist halt ein großer Touristenanzugsmagnet. Genau, das wollte ich sagen. Genau, Touristenmagnet. Und ja, und es kommen jetzt... Joelle Dicker macht das ja immer so, dass der 1000 Fäden anfängt zu spinnen und man hat sehr viele Erzählstränge, man hat unfassbar viele Menschen in diesem Buch, das macht er echt gut, aber es ist auch so, dass man nicht den Überblick verliert. Ich finde, er hat eine unfassbar gute Erzählkunst. Ich konnte das Buch wirklich nicht aus den Hand legen, musste das immer weiterlesen. Das schafft er richtig gut, aber er hat da jetzt 2 Stränge drin, die mich so genervt haben und wo ich wirklich die Lust dran verloren habe. Ich habe das, also um Gottes Willen, es ist kein Buch, was man abbricht, also definitiv nicht, aber es geht da diese 2 Erzählstränge um einen Literaturkritiker und um einen Ex-Polizisten, der auch Theater spielen möchte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Joelle Dicker, warum tust du das?
Weil das hat die Geschichte überhaupt nicht nötig. Die beiden haben mich so genervt. So genervt. Und die haben überhaupt keinen Sinn. Also, ja, die sind vielleicht unterhaltsam und vielleicht findet man das lustig, aber es hat halt nicht meinen Humor getroffen. Und nach dem Lesen, ich bin, glaube ich, auch die kritischste von uns dreien gewesen, tatsächlich, bin ich ja sonst immer nicht, aber ich glaube, diesmal schon, habe ich so gedacht, nee, also, was will er mir damit sagen? Und Chiara hat dann so ein bisschen recherchiert und Joel Dicker hat gesagt, er musste dieses Buch so schreiben, weil er da voll Bock drauf hatte. Er wollte das so schreiben, er wollte so ein bisschen diese Literaturkritiker so ein bisschen durch den Kakao ziehen und er wollte das extra so ein bisschen sarkastisch lustig machen. Er weiß genau, dass es negative Stimmen geben wird zu diesem Buch, aber es war ihm egal. Und das wiederum ist natürlich auch wieder grandios eigentlich, dass ihm das total egal ist. Aber mir hat es wirklich nicht gefallen. Also ich habe das nicht verstanden, was das soll. Das war völlig over the top, völlig too much. Und ich habe dann irgendwann nur noch genervt weitergelesen, weil ich dann wissen wollte, wie endet es jetzt? Ja, ja, klar. Wie macht er die Fäden zusammen? Ja. Und da ist halt dieser eine Schrank, der mich ja auch so genervt hat, wo ich sage so, jetzt hat er das auch noch so gelassen, ehrlich jetzt? Oh, ich glaube, ich lese es nicht. Also mich hat es nicht abgeholt. Also wirklich, ich habe dem wirklich gut gemeinte 3 Sterne gegeben, weil ich seine Erzählkunst mochte und ich habe am Anfang habe ich wirklich gedacht, boah, das wird ein 5-Sterne-Buch, das wird wieder ein 5-Sterne-Buch. Und dann so ab der Mitte habe ich gedacht, so, wo geht das denn jetzt hin? Und ich will das halt, es ist immer so doof, wenn das so negativ endet, da will man am liebsten so 1 oder 2 Sterne geben. Aber das fand ich jetzt ungerecht, weil es mich am Anfang ja wirklich super abgeholt hat. Und ich finde auch die Protagonisten, die drin vorkommen. Und es gibt auch wirklich aus Jessys Vergangenheit noch was, was er aufarbeitet hat. Von Derek gibt es noch eine Geschichte und so. Und dass er da wirklich diesen Überblick behält, das finde ich schon eine Kunst. Das muss man wirklich sagen, was da alles drin steckt. Gut, es sind auch 672 Seiten, aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein wahnsinniger Umfang an Menschen, die da mitspielen. Und das will ich einfach anerkennen. Und ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die das total gut finden. Es hat auch jemand von euch drunter geschrieben, das ist der Lieblingssticker von ihnen gewesen. Okay. Oder von ihr, genau. Und ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, aber mich hat einfach dieser sarkastische Humor bei diesen beiden... Ey Leute, ich habe es nicht gefühlt, was soll ich sagen? Ich habe es echt nicht gefühlt. Aber Humor ist ja auch eine ganz schwierige Kiste. Ja. Wenn man den nicht hat und nicht teilt oder der nicht getroffen wird bei einem selber, dann kann das... richtig in die Hose gehen. Ja. Es ist einfach, Humor ist so speziell. Absolut. Absolut. Und ich fand es halt auch von der, also ich fand es halt auch so bescheuert, weil der hat natürlich da ganz viele Twists drin, das hat er ja auch immer. Und bis zum Ende war mir nicht klar, wer ist es denn jetzt, ne, und so, und was steht da jetzt dahinter. Irgendwann ahnt man es dann irgendwie und denkt so, es ist immer so, du fängst es an zu lesen, hast überhaupt keine Ahnung, gar keinen Plan, wir konnten nichts irgendwie vorhersehen. Dann irgendwann kommst du an den Punkt, dass du jeden verdächtigst, der auch so völlig unlogisch ist, den verdächtigst du dann auch. Und dann am Ende, ich dachte, nee, es kann fast nur noch der sein, der war es dann auch und der dann halt der Verdächtige war, aber dann hatte der andere noch, ich will ja nicht so viel erzählen, wenn ihr das noch lesen wollt, der hatte dann so einen Strang, wo ich gesagt habe, ach nee, komm, wieso und warum wird das nicht aufgedeckt und wieso ermittelt da denn keiner? Also das war so... Vielleicht höre ich es als Hörbuch. Ja, als Hörbuch kann man es gut hören. Jasmin hat es teilweise gehört und gelesen, sie fand das Hörbuch gut gesprochen. Ja, mal gucken. Also, nee, es hat, aber mich haben ja auch die Baltimores schon nicht so ganz mehr abgeholt. Ja, die habe ich ja auch total abgeholt. Da mich ja, habe ich ja auch, ich glaube, ich habe dem ja 4 Sterne noch bekommen, aber die Erinnerung ist schlechter. Schlechter, genau. Ja, und ich glaube, das wird auch so sein, dass ich habe den jetzt 3 gegeben und ich sage schon, zwei wären auch und okay. Und du hast jetzt schon eine schlechtere Erinnerung daran. Das war bei mir mit den Baltimores halt auch. Ja, aber als ich dann gelesen habe, dass er mit diesen Reaktionen auch gerechnet hat, der Autor, und dass er das halt für sich einfach so braucht. Ich dachte, ja, ich werde auf jeden Fall weiterlesen, das meine ich damit. Ne? Also ich würde jetzt nicht aufgeben. Und ich zu diesem Zimmer auch nicht nur so Gutes gehört habe. Hast du auch nicht so Gutes gehört? Jetzt hör doch auf. Echt jetzt? Wie viele Sterne hat das denn so? Weiß ich nicht. Wie viele Sterne hat das so? Wie heißt das denn noch? Das ja, der Zimmer, Raum oder Zimmer. Oder Raum. Was? Raum 112? Ich habe 112 im Kopf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich keine Ahnung. Das Geheimnis von Zimmer 622. Ganz anders. Es ist mit 4 Sternen bewertet. Aber gut, ist das andere auch. Okay, guck mal, ist noch schlechter. 3,8 und Stephanie Mailer 4,0. Stimmt. Heidewei. Ja gut, Mädels, ich lese mit euch auf jeden Fall weiter. Das haben wir schon gesagt. Über den Fall Harry Kebär. Oder kommt jetzt erst die Affäre Alaska Sessa? Das ist ganz neu. Nee, das ist nicht neu. Doch, das ist das ganz, ganz Neue. Nein, das ist nicht das Neue. Das kommt danach. Das gibt's schon im Taschenbuch. Echt? Ja, das Neue ist...
Gibt es noch eins? Ja, die letzten Tage unserer Väter. Das ist ein ganz, ganz altes, was neu aufgelegt worden ist. Das ist sein allererstes Buch. Das habe ich auch zu Hause im Regal. Aber die Affäre Aleska Sena gibt es schon im Taschenbuch. Gibt es schon im Taschenbuch. Oder? Nee, habe ich gerade blöd geguckt. Ich meine nämlich, dass das Neueste ist. Das hat mir jetzt nicht geschenkt. Warte, alle Formate? Doch, Taschenbuch. Gibt es auch schon. Euro. Ja, guck. Doch. Gibt's, ach, November. Guck. Okay, erscheint im November im Taschenbuch. Okay, ja, dann ist das Neueste. Ja. Genau, und da ist es ja auch wieder erscheint in die Richtung. Im November, aber bis dahin habt ihr das Zimmer, Raum ja, ja. 622 noch nicht durch. Nein. Ich habe jetzt gesagt, noch Mädels, ich habe euch total lieb, aber ich brauche erstmal eine Joelle Dicker-Pause gerade. Ja. Nein, also ich will das jetzt nicht ganz schlecht machen, aber es hat. Nö, hört sich auch nie so an. Aber jeder hat noch Lust auf das Buch. Es tut mir leid. Absolut. Nein, aber diese beiden Erzählstränge, die haben es versaut. Der Rest war mega. Aber bin ganz gespannt auf das Buch. Richtig toll. Vielleicht sagt dir Chiara noch mal ein paar Sätze dazu. Die war mehr begeistert. Ja, ich glaube, es kommt wirklich. Also, wenn man den Humor nicht teilt, ist es super schwer. Ja. Das ist einfach. Das ist schwierig. Ja, ja. Ist schwierig. Okay. Also. Fertig. Ja, ich habe in einer Leserunde Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt gelesen. Ich habe ja hier diesen wunderbaren Schuber, der jetzt leer ist, weil das grüne Buch liegt auf dem Boden von Montreal. Das habt ihr beim Montreal gesehen. Genau. Und das ist aber hier dieser Umschlag von den Kriminalromanen. Da ist Der Richter und sein Henker und noch andere Romane von ihm drin, die Kriminalromane. Ja, und Der Richter und sein Henker habe ich damals in der Oberstufe schon gelesen. Und ich hatte daran nur noch so bruchstückhaft Erinnerung und war deswegen gespannt, wie es mir jetzt gefallen würde und ob ich denn so mich an Sachen erinnern würde. Hier geht es ja um den Kommissar Berlach, der damit konfrontiert wird, dass sein bester Mann quasi, also sein bester Polizist, Ermittler ermordet, aufgefunden wird und er jetzt ermitteln möchte, wer ihn umgebracht hat. Mhm. Dazu bekommt er oder dazu holt er sich einen jungen Kollegen an die Seite namens Chance, der mit ihm zusammen ermittelt in diesem Mordfall. Genau. Es ist aber auch ein Roman nicht nur über die Gegenwart im Endeffekt, sondern da spielt auch ganz viel von Berlachs Vergangenheit noch mit rein. Die auf diesen Fall auch Auswirkungen haben. Und es sind im Endeffekt zwei Kriminalfälle, die in diesem Buch oder in diesem Roman behandelt werden. Ja. Und ich konnte mir tatsächlich, also es spielt ja in der Schweiz, und ich konnte mich tatsächlich noch an einiges so erinnern. Also wie ich dann gelesen habe, da kam einiges wieder so hoch zum Vorschein. Mhm. Und ich wusste auch, oder ich habe dann mich auch wieder erinnern können, wer der Täter war. Und lag damit dann tatsächlich auch richtig, also hatte das wirklich noch richtig in Erinnerung. Und es hat mir aber unheimlich viel Spaß gemacht, einfach von Friedrich Dürrenmatt das zu lesen. Ich fand einfach, wenn man Romane oder auch diese Stücke von Dürrenmatt liest, der hat so eine ganz eigene Art zu schreiben und auch so einen ganz eigenen Stil und Humor, den er da rein bringt. Und es ist einfach so unglaublich, was da so alles drinsteckt, weil der ist nicht so lang. Irgendwie, ich glaube, 158 Seiten. Das ist ja jetzt nicht so lang. Aber es ist so, es gibt so diese ironisch gesellschaftskritischen Einblick wieder in dieser Geschichte, die da Dürrenmatt rein verwebt. Das hat er ja in seinen Theaterstücken auch immer drin. Immer ist da irgendwie eine Gesellschaftskritik drin. Ja. Und das schafft er einfach so genial da reinzubringen in seiner unvergleichlichen Art und Weise, die mir einfach unheimlich gut gefällt. Chiara, die mit uns auch gelesen hat, hatte vorher noch nichts von Dürrenmatt gelesen. Die fand es manchmal ein bisschen schwierig da so mit der Art und Weise. Ich glaube, wenn man vielleicht vorher schon Stücke gelesen hat, wie ich habe ja die Physiker und der Besuch der alten Dame gelesen und so, dann ist man natürlich schon so ein bisschen eingegroovt, sage ich jetzt mal, und ist nicht mehr so ganz überrascht von der Art und Weise. Aber es sind so viele Sachen da drin, die viele Fragen irgendwie aufwerfen. Es geht halt auch so um
den Zufall, also wie der Zufall einfach auch Dinge lenkt oder ja, die Figur des Kommissar Berlachs ist halt auch so mehrschichtig einfach in ihrer Art und Weise. Und weil er halt selber auch ziemlich krank ist und dann auch irgendwie, man sagt halt, dass er richtig ermittelt zum Falschen und falsch ermittelt zum richtigen Ergebnis kommt. Okay. Das ist halt super interessant. Ja. Und die Fortsetzung ist wohl das Versprechen, was ich jetzt im Mai gerne lese, oder wir lesen es auf jeden Fall, weil da spielt Kommissar Berlach auch nochmal die Hauptrolle. Ja. Und Dürrenmatt hat das damals veröffentlicht in Tageszeitungen, immer in so, Episoden. Also immer in so Teilen wurde das veröffentlicht. Also das war 1950, genau, vom 15. Dezember 1950 bis zum 31. März 1951 kam das in 8 Folgen in der Wochenzeitschrift Der Schweizerische Beobachter. Cool. Dann konnte man das so als Fortsetzungsroman lesen. Ja. Lesen. Ja, toll. Ja, genau. Ah, mir hat super gefallen. Ich mag Dürrenmatt. Ich mag Dürrenmatt einfach unheimlich gerne. Ja. Ich finde, mein Sohn liest da jetzt was im Deutschunterricht. Ja, dieses auch. Romulus oder Romulus. Irgendwas. Ja. Mit so einem Huhn vorne drauf. Ja, auch von Dürrenmatt. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, eins der Stücke, ne? Ist auch ein Stück. Genau, ist auch ein Theaterstück. Das ist bei mir in den Stücken mit noch. Ja, ja, das ist. Da bin ich ja auch noch nicht so weit. Genau, das liest er gerade und er findet es auch ganz okay. Ja, okay. Ja, ja. Bin ich gespannt, er ist noch nicht durch. Sehr spannend. Ja, ja. Ja, mein Sohn liest ja Wojciech jetzt. Der liest jetzt Wojciech. Ja. Sehr gut. So, dann kommt mein Highlight. Mein Highlight. Ich habe es super gerne gelesen. Und zwar von Marco Balzano, Wenn ich wiederkomme. Das ist die Büchergilde-Ausgabe. Die Maike hat es ja damals für die Gilde gelesen, hat schon gesagt, das muss die Anja lesen. Ja. Hat sie recht gehabt. Und ich habe es jetzt gelesen in der Leserunde in einem Buddy Read mit der lieben Beate von Nerd Lounge und das war hervorragend. Diese Leserunde. Schreit nach Wiederholung. Genau, aber was es ist, ach genau, es ist aus dem Italienischen und es ist übersetzt von Peter Klöss. Genau. Und ja, um was geht es? Es geht hier um Daniela. Daniela lebt in Rumänien, in einem kleinen Dorf mit ihrer Familie. Sie leben unter ziemlich armen Bedingungen. Sie haben beide auch, also ihr Mann und sie, auch nicht wirklich mehr eine Arbeit. Die Kinder gehen zur Schule, aber natürlich ist eine weitere Bildung auf einem Gymnasium mit Kosten verbunden. Und somit entscheidet sich Daniela, dass sie nach Mailand geht, um dort als 24-Stunden-Kraft, Pflegekraft zu arbeiten und sich dort um andere fremde, ältere Menschen zu kümmern. Sie macht es ziemlich, also für ihre Familie relativ ad hoc. Sie hinterlässt nur einen Brief und ist einfach weg, weil sie sich einfach nicht verabschieden konnte. Und die Kinder finden dann diesen Brief. Und ich habe am Anfang gedacht, dieses Buch ist so aufgebaut, dass wir, ich blende manchmal so ein bisschen aus, wenn Maike was von Büchern erzählt, ich noch lesen will. Sie hat es bestimmt gesagt. Aber ich hatte wirklich gedacht, so ging es Beate auch, dass wir sehr viel aus Danielas Sicht hier hören, wie es ihr geht in Mailand, wie die Pflege dort ist, wie sie da ankommt und so. Aber es geht tatsächlich, und diesen Twist, den ich nicht erwartet habe, der hat mich positiv überrascht. Es geht tatsächlich mehr um die zurückbleiben, nämlich um ihre Kinder. Und das Buch ist auch in verschiedenen Teilen aufgebaut, sodass wir immer mal eine andere Perspektive haben. Und zwar haben wir einmal die Perspektive einfach am Anfang von Daniela, dann haben wir die von ihrem Sohn, dann haben wir die von der Tochter. Und das hat mich wirklich, das fand ich richtig gut, dass das so aufgebaut ist, sodass man im Endeffekt wirklich überall reinguckt. Aber man ist deutlich näher an den Kindern dran, vor allem an dem Sohn Manuel, als im Endeffekt an Daniela selbst. Aber das fand ich gut. Und Marco Balzano schafft es hier mit wirklich kurzen, knappen Sätzen,
die jetzt nicht irgendwie viele Schnörkel haben, was ich ja zum Beispiel bei Nina George sehr mag. Das macht er hier gar nicht, er ist das pure Gegenteil davon. Schafft er es aber trotzdem, total viel Emotionen mitzuschießen. Das ist total Wahnsinn. Also das ist so ein Satz mal gewesen, der hat glaube ich irgendwie 4 Wörter gehabt und ich hatte Tränen in den Augen, weil er damit einfach total viel auf den Punkt bringt. Und er steht auch nicht da mit so einem Zeigefinger und sucht sich eine Seite aus, die schuld ist an der Situation. Denn es gibt nicht wirklich einen Schuldigen in dieser Situation, weil Daniela tut es halt für ihre Kinder. Sie will ihnen eine Perspektive eröffnen, ob die das jetzt wollen oder nicht. Die werden nicht wirklich gefragt. Aber die Leute, die sich halt diese 24 Stunden Pflegekräfte holen, haben ja auch eine gewisse Not und möchten ihre Lieben gerne gut versorgt wissen und haben keine andere Möglichkeit. Klar, es gibt aber nochmal, wie behandelt man diejenige Pflegekraft? Da gibt es auch nochmal Unterschiede mit Sicherheit. Sie kommt auch dann zwischendurch mal auch zu Kindern, die sie auch mal zwischendurch betreut. Das fand ich auch eine ganz spannende Episode. Und natürlich findet man da immer Verhaltensweisen, wo man sagt, boah, das ist jetzt schon echt grenzwertig oder das würde ich gerne verurteilen. Aber man kann es nicht zu 100%. Man kann sich in jede Situation, in jede Figur irgendwie reinempfinden, weil die gesellschaftlichen Bedingungen einfach sich einen dazu zwingen, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und das ist das Schlimme. Und das ist auch das, was Beate auch gesagt hat, was einen so runterzieht, auch beim Lesen. Mitnimmt, ja. Was einen so mitnimmt, weil man weiß, wie soll man denn anders machen? Was ist jetzt die Lösung? Man fühlt sich so machtlos, so ohnmächtig. Ja. Aber er schafft es trotzdem auch, einen gewissen Hoffnungsschimmer mitzuschicken. Ich hätte mit dem Ende so nicht gerechnet. Ich habe mit einem ganz anderen Ende gerechnet. Und wäre damit auch fein gewesen, Beate nicht. Aber es war jetzt wirklich ein Ende, wo ich auch gesagt habe, nee, das ist aber auch gut. Das ist so ein gewisses Ende, was eine kleine Hoffnung mitgibt. Und das braucht man, glaube ich, dann aber auch im Endeffekt. Ich glaube, sonst ist man völlig fertig. Was aber nicht heißt, dass wir hier ein Happy End haben, um Gottes Willen. Das nicht. Aber er schreibt unfassbar gut. Ich bin wirklich begeistert vom Schreibstil. Ja, in den Neuzugängen werdet ihr dann sehen, was passiert ist. Wirklich richtig gut. Beate überlegt jetzt sogar, das Buch auf Italienisch mal zu lesen, weil sie einfach wissen möchte, wie es da so rüberkommt mit der Sprache. Weil sie meint auch, sie ist, glaube ich, wirklich richtig gut übersetzt. Also ich finde auch, also das, was ich jetzt hier lese, von wem ist das übersetzt? Von Peter Klöß. Und der macht es wirklich gut. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ich kenne das Original nicht, aber wenn Marco Balzano auch im Italienischen diese kurzen Sätze hat, die so viel mitbringen, so viel Gefühl auch zwischen den Zeilen und man sich jedem nachfühlt, da finde ich das eine richtige Kunst, ein Wahnsinn. Ich habe am Anfang immer gedacht, fehlt mir irgendwas? Ich habe bei dem Buch jetzt nicht geweint oder so, aber ich habe gesagt, fehlt mir irgendwas? Aber was diese 5 Sterne für mich ausmachen, ist, dass ich total lange über dieses Buch nachgedacht habe und es mir immer wieder in den Sinn kommt. Und als ich dann auch im Buchladen war und mir was geholt habe, hat die auch gesagt, das ist ist er wirklich. Und das ist er wirklich. Also ich muss mehr von ihm lesen. Ich auch. Und wenn ihr euch mit dieser Sache mal auseinandersetzen möchtet, weil im Grunde kommen wir irgendwann in unserem Leben an diesen Punkt, wo man sich über solche Dinge wie Pflege von Angehörigen Gedanken machen muss, lest das mal. Ja. Das ist wirklich ein Werk, was gelesen werden sollte, weil es sehr, sehr wichtig ist und ganz viele wichtige Dinge anspricht. Also grandios. Highlight. Ja. Ja, ich muss auch noch mal. Wann? Ja, genau, Anja. Wann? Aber es liegt schon sehr lange hier. Mhm. Ich bleibe hier, glaube ich, ne? Oder ich bleibe hier. Mhm. Ja, das habe ich ja auch noch. Ja. Genau. Ja, so ist das. Dann habe ich ein 12-Books-Buch tatsächlich beendet. Sehr gut. Wahnsinn, das zweite dieses Jahr. Oh Gott. Ja, nämlich Idol in Flammen von Rin Usami. Und ich bin auf das Buch durch die liebe Andrea von Andrea Wintermädchen drauf gekommen. Bei ihr habe ich das gesehen und war direkt angetan, dass ich mir das auch bestellt habe. Genau. Und zwar geht es in diesem sehr preisgekrönten Bestseller aus Japan, den übrigens eine 21-jährige Autorin geschrieben hat, also wo sie es geschrieben hat, war sie glaube ich 21, ich weiß gar nicht, wann die jetzt wirklich, 99 geboren, also noch eine junge Dame. Jawohl. Genau. Die ist durch diesen Roman zum Shootingstar der japanischen Literatur avanciert. Also das ist da richtig durch die Decke gegangen. Und es geht in diesem Buch um
die Schülerin Akari. Die ist ein Riesenfan von Masaki. Masaki ist ein Mitglied einer beliebten J-Pop-Gruppe. Ja, sie ist geradezu besessen von ihm. Sie betreibt auch so einen Blog, in dem sie über ihn schreibt und der ihm gewidmet ist und verbringt halt eigentlich ihr ganzes Leben damit, im Internet nach ihm zu recherchieren, auch alles irgendwie, was er zum Beispiel auch in Interviews sagt oder so, aufzuschreiben. Ach, und also wirklich die ganze Zeit ist sie auf der Suche nach Informationen über ihn und über sein Leben und was er tut oder macht. Genau. Und dann kommt eines Tages, oder damit beginnt dieser Roman, kommt das Gerücht auf, dass Masaki einen weiblichen Fan angegriffen haben soll. Sollen sie geohrfeigt haben. Und natürlich explodieren daraufhin die sozialen Netzwerke. Und die Situation für Masaki selber spitzt sich halt zu und droht damit natürlich auch Akaris Leben zu zerstören, weil für sie das wirklich ihr Leben in ihren Grundfesten irgendwie erschüttert. Und anstatt da irgendwie einen Weg zu finden, sich zu befreien, gerät sie irgendwie noch weiter in diesen Strudel, der sie da so mitreißt. Und dieser Roman ist nicht lang, also der hat irgendwie auch nur 128 Seiten. Ich dachte auch, ich kann eben schnell lesen. Das ist ja immer so, wenn man so denkt, ach komm, den machen wir noch eben schnell für den Monat. Ja. Und ich habe da unheimlich lange irgendwie gefühlt dran gelesen, weil es irgendwie schon, also 2 Wochen oder so, weil es irgendwie sehr, sehr, sehr dicht auch irgendwie so kompakt, ist. Ne? Genau, es ist eine richtig, wie soll ich das sagen? Also man merkt die Kreativität der Autorin auf jeden Fall darin, weil hier auch die Grenzen manchmal zwischen Realität und Fiktivität, Fantasie, verschwimmen. Und es ist halt total beeindruckend, in diese Künstlerwelt in Japan und deren Darstellung irgendwie einzutauchen, weil die ja doch noch echt viel extremer ist als bei uns. Also ich war in jungen Jahren auch Fan und so, aber das ist, glaube ich, schon noch mal eine andere Nummer da in Japan mit diesen Bands. Ich krieg das ja auch mit diesen K-Pop-Bands auch nur so am Rande mit, aber das ist schon sehr beeindruckend. Aber ich weiß noch die TechZ-Zeit damals, die in Japan waren. Ja, das war der Hammer. Das war der Wahnsinn. Ne? Ja, und wir hatten damals keine sozialen Netzwerke. Nee. Das muss man ja auch noch berücksichtigen. Es hat sich einfach super viel getan. Die sind natürlich jetzt noch greifbarer. Ja. Es gibt noch mehr Material. Ich meine, früher war man froh, wenn man mal in Nachrichten oder also wenn man mal im Fernsehen was gesehen hat. Genau. Und jetzt, wo das so irgendwie noch greifbarer alles ist, ist das schon, es ist sehr beeindruckend irgendwie, wie dieses Idolleben auch geschildert wird und wie halt auch Akari da einfach mitlebt. Und sie ist ziemlich, man wird so unglaublich schnell in ihre Welt irgendwie hineingezogen. Man kann irgendwie, also ich konnte auch so einiges wirklich nachvollziehen, wie sie sich dann da auch so im inneren Konflikt ganz oft befindet und auch nicht so wirklich ihre Umwelt an ihren Gefühlen auch teilhaben lässt, sondern sich sehr abschottet und nur wirklich für diese Sache im Endeffekt lebt. Und das ist irgendwie der Autorin ziemlich gut gelungen, das so hervorzuheben, weil ich finde, das ist manchmal schwierig, auf so wenig Seiten so einen inneren Einblick in die Charaktere zu geben. Und man bemerkt dann halt diesen Wahnsinn, der hinter dieser Fankultur da in Japan einfach steckt und wie sehr sich die Fans auch da vielleicht hineinsteigern und wie stark ihr ganzes Denken, Handeln, Fühlen einfach von diesen
Ikonen oder Idolen abhängt und man wirklich das Gefühl bekommt, man hat hier so eine Art Suchtkranken vor sich. Also das vielleicht liegt das ja auch so daran, dass die Erziehung ist ja da schon recht streng, das schulische System ist super streng, dass die einfach so ein zweites Leben da ausleben. Ja, das wirkt sich hier tatsächlich auch so ein bisschen auf, also so, dass also auch dass das Leben von Akari jetzt nicht unbedingt so einfach ist, auch was so wie die familiäre Situation geschildert wird. Also es ist viel drumherum, was auch nicht in Ordnung ist. Ja. Und man denkt halt zuerst, es ist total übertrieben, auch so was so diese Vermarktung und Manipulation der Fans auch so angeht. Und man kann sich das halt irgendwie ganz schwer vorstellen, dass das so abläuft und auch, dass das zieht. Ja, aber das läuft wirklich ja so ab in Japan. Ja. Ne? Das ist halt wirklich das total Krasse da dran. Ja. Und es ist halt wirklich, also es hatte so ein paar kleinere Schwachpunkte für mich. Okay. Also ich habe dem jetzt 3,5 Sterne gegeben, weil doch manchmal irgendwie waren auch Zeitsprünge auf einmal drin, die ich nicht so als solche erkannt habe manchmal. Das war manchmal etwas schwierig. Aber ich glaube, das ist so ein Buch, das ich nicht vergessen werde. Mhm. Also wo ich immer noch weiß, mit der Protagonistin, wie ich mich mit der gefühlt habe, auch wenn es nicht ganz so einfach immer war. Es war irgendwie nicht so einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es war wirklich nicht so einfach manchmal. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so lange gebraucht. Mhm. Es war manchmal einfach irgendwie schwierig da. Das ist eine ganz andere Welt wahrscheinlich. Ja, genau. Obwohl ich ja auch diesen Hintergrund habe, dass ich selber wirklich extrem Fan war, zeitlang, wirklich sehr lange und sehr exzessiv. Mein Zimmer war voll tapeziert, voller Augen. Meine Familie sagt immer, das Zimmer hat der Augen, weil alles voll tapeziert. Ja. Wirklich. Also ich habe es auch extrem geliebt, aber so extrem, glaube ich, habe ich es nie gelebt. So, ist halt die Frage, wenn wir jetzt so groß werden würden mit diesen Möglichkeiten, wie es dann wäre. Keine Frage, ne? Ja. Naja, ja, eben. Ja. Also ich sehe es ja auch an meinen Kindern irgendwie, die haben das gar nicht so stark. Also in wirklich leichter und wirklich völlig harmloser Form in total okay. Ja, und wirklich so, die mögen Leute und finden die toll und haben vielleicht auch ein Poster an der Wand. Aber es ist also nicht gar nicht so. Und aber es ist, es war wirklich nochmal so ein Eintauchen in so eine ganz andere Welt irgendwie. Und das ist natürlich der Autorin hier wirklich richtig gut gelungen, indem sie nämlich die Szenerie einfach unheimlich lebendig gestaltet hat und natürlich auch dann die Fähigkeit genutzt hat, diese Welt so authentisch darzustellen. Ja. Ne? Deswegen, es war schon irgendwie... Das hört sich beeindruckend an. Ja, also es, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Highlight oder so war, aber ich glaube, es ist nicht so ein Buch, das man vergisst. Ja, ist super. Also ist schon, Ja, geht gut. Guck mal, meine 3 Sterne hörten sich ganz schlecht an und deine 3,5 Sterne sind richtig gut. Ja, wie unterschiedlich es sein kann. Ne? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber es ist ja auch. Ja. Ja, es ist schwierig. Ja, ist schwierig. Ja, manchmal schon. Ja. Dann habe ich ein Rachebuch gelesen und zwar von Anna-Katharina Hahn aus und davon in der wunderschönen Bücherkindausgabe. Und das war auch eine ganz besondere Geschichte, da habe ich mich echt drauf gefreut. Ich erzähle euch mal, was es geht. Und zwar begegnen wir hier Elisabeth. Elisabeth möchte ihrer Tochter Cornelia ein bisschen unter die Arme greifen, denn Cornelia hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, der ist nach Griechenland abgehauen. Und sie arbeitet als Physiotherapeutin, ist völlig überarbeitet, hat 2 Kinder und braucht jetzt diese Auszeit und fragt halt ihre Mutter, ob sie jetzt mal kurz auf ihre Kinder aufpassen kann. Sie muss jetzt einfach mal weg. Sie fragt es halt auch ihre Eltern und der Papa sagt direkt, ja klar, machen wir. Und jetzt ist es aber so, dass der Vater, dass der einen Schlaganfall hatte und er muss jetzt in die Reha. Er hat das gut überstanden. Muss jetzt aber in die Reha, sprich Elisabeth ist jetzt alleine und zieht jetzt auch zur Cornelia ins Haus, damit die Kinder dann auch weiter in die Schule gehen können und ihr gewohntes Umfeld haben.
Und ja, und jetzt erfahren wir sozusagen, das ist so ein bisschen so ein Generationsroman, erfahren jetzt so ein bisschen, wie geht's Elisabeth halt zu Hause in Stuttgart und wie geht's halt Cornelia, die da durch Amerika jettet und in Pennsylvania irgendwann landet. Und was macht das mit den beiden Frauen und was macht das mit den Kindern und wie ist überhaupt die Gesamtsituation? Wir lernen ja hauptsächlich Elisabeth kennen, die ja ihren Mann jetzt auch gepflegt hat, der jetzt halt in der Reha ist, aber der jetzt im Endeffekt nicht nur in der Reha neu beginnen will, sondern wahrscheinlich auch so neu beginnen möchte ohne Elisabeth. Und das macht ihn natürlich sehr zu schaffen. Und die beiden Kinder haben auch, also das sind einmal Stella und Bruno. Und Stella ist eigentlich so eine, ja, die läuft so durchs Leben, die geht in die Schule, das klappt alles ganz gut, die hat Freunde. Und Bruno ist so ein bisschen das Sorgenkind. Es wird sehr, sehr oft, das hat mich irgendwann echt genervt, sehr oft betont, wie dick er doch ist. Und ich habe das verstanden, dass er dick ist, aber es wird immer wieder gesagt, er ist so dick, er ist so dick, er ist so dick, er ist so dick. Wahrscheinlich ist es halt auch einfach dieses Thema, weil er dadurch halt total gemobbt wird in der Schule. Essen ist für ihn so ein Ausgleich und ja, und das macht der Mutter auch immer Sorgen, ne, der Cornelia. Aber das hat mich irgendwann an so einen Punkt gebracht, wo ich in so ein Fettshaming reingekommen bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Fand ich ein bisschen kritisch den Punkt, muss ich sagen. Mhm. Genau. Und dann ist es auch so, dass es spielt auch noch in Pennsylvania eine wirklich wahre Begebenheit. Da ist so ein Kreuzdampfer auf dem Mississippi mal untergegangen, da gebrannt, irgendwie so war das. Das spielt auch irgendwie in der Familiengeschichte von Cornelia und von Elisabeth eine weiterführende Rolle. Ich fand es eigentlich, hörte sich das alles gut an. Ich mochte die Sprache von Anna-Katharina Hahn sehr gerne. Ich habe das gerne gelesen. Aber ich bin wirklich nicht an die Protagonistinnen herangekommen. Obwohl ich lange bei Elisabeth war, fühlte ich mich ihr nie nah. Noch weiter weg war ich von Cornelia. Ich habe mich ganz oft gefragt, würdest du das deiner Mutter antun? Auch wenn du noch so ausgebrannt bist, du weißt, dein Papa hatte gerade einen Schlaganfall, der ist jetzt fort. Ich weiß nicht, inwiefern Cornelia davon weiß, dass der Vater sich auch neu orientieren möchte, beziehungstechnisch. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, macht man das? Dass man auch noch so weit weggeht. Also man könnte ja auch sagen, ich mache jetzt mal eine Wellnesswoche in der Eifel oder so. Ja, ja. Sondern direkt so nach Amerika. Gut, dadurch erfahren wir halt diesen einen Erzählstrang, der auch von der Familie einfach auch sehr wichtig ist. Und der auch so ein bisschen beleuchtet, dass so gewisse Verhaltensweisen innerhalb einer Familienstruktur auch manchmal so weitervererbt werden. Dass man sich manchmal fragt, warum handle ich jetzt so oder warum bin ich so? Und dann hört man dann, wenn man die Familiengeschichte guckt, guck mal, die waren auch alle so. Weil es ja doch manchmal so Sachen gibt, die man so weitervererbt. Ne? Mhm. Aber dafür war ich zu sehr in der Oberfläche. Ich bin nie tief genug gegangen mit der Geschichte. Und das hat es mir so ein bisschen verdorben. Ja. Sodass ich dem Buch jetzt 3 gute Sterne gegeben habe. Ich habe es gelesen, ich habe es auch gerne gelesen, aber mir hat am Ende hat mir gefehlt, dass ich sage, warum habe ich das jetzt gelesen? Warum wurde dieser Strang erzählt? Und was hat mir das jetzt gebracht? Oder was hat es auch für die Protagonistin gebracht? Weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, es wird jetzt was nicht zu Ende erzählt. Und das ist jetzt so komplett, wo ich denke, wieso hat es jetzt überhaupt aufgeschrieben? Es hat jetzt für mich jetzt so nicht so ein Ziel. Also irgendwie fehlt am Ende so dieses, das hat gefehlt. Deswegen 3 Sterne. Wird es auch nicht lange bei mir bleiben, bin ich ehrlich. Ja, okay. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Hat wirklich gute Ansätze gehabt, eine tolle Sprache, aber hat es nicht rausgerissen. Mein Monat endete mit dem neuen Buch von Anne Freitag, das jetzt im Kamper Verlag erschienen ist, nämlich Lügen, die wir uns erzählen. Und darauf habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich habe mir das ja auf der Buchmesse in Leipzig gekauft und Anne war so lieb und hat es mir dann auch noch signiert, weil sie ja auch da war und wir sie getroffen haben. Genau, und ich war sehr gespannt auf dieses Buch und ich hatte richtig, richtig große Erwartungen auch an das Buch. Mhm. Und ja, ich kann nur sagen, es hat sie alle erfüllt. Oh, es war so toll. Es ist ein absolutes jetzt schon Jahreshighlight und ich glaube, dass Anne dieses Buch auch ein Stück für mich geschrieben hat. Also ich glaube, es sind teilweise echt Parallelen drin, die mir etwas die Tränen manchmal in die Augen treiben, weil da so viel drin ist. Das ist, ja... Ist krass. Okay. Naja. Gut, ich erzähle euch das jetzt mal, worum es hier geht. Also es geht um Helene.
Und Helene, ja, hätte ihren Mann eigentlich verlassen sollen für einen anderen Mann, nämlich für Alex. Aber das hat sie nicht getan aus Gründen. Und jetzt hat ihr Mann sie verlassen, weil er sich eine andere verliebt hat, beziehungsweise eine andere Frau kennengelernt hat. Und ja, er sagt halt, dass es einfach passiert ist. Und mit diesem Satz zerreißt er halt, der Georg, so heißt er, das Gefüge, das Helene halt immer versucht hat zusammenzuhalten. Weil sie haben zwei Kinder, die schon Teenager sind und ja, es war nicht immer so einfach. Und natürlich fragt man sich, vielleicht ist aber auch das Ende gar kein Ende, sondern vielleicht ist das ein Anfang von etwas, das man vielleicht auch mal braucht, dass das Leben sich neu ordnet, dass es zusammenrüttelt, sich vielleicht auch ja, Dinge in Bewegung setzen, die es braucht. Und vielleicht ist es gerade auch für Helene wichtig, dass sie mal danach forscht, was sie möchte, was sie für eine Frau sein möchte, was für sie vielleicht im Leben einfach wichtig ist. Ja, und das wird in diesem Buch von Anne Freitag so fantastisch erzählt, ja, dass ich gar nicht wirklich aufhören konnte zu lesen. Und es wird aus eigentlich nur aus zwei Sichten erzählt, die immer wieder aber auch in den Zeiten springen. Also es verläuft nicht chronologisch, sondern es gibt auch immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit, die irgendwann natürlich ein komplexes Bild der Familie ergeben und die Protagonisten auch ja, so unglaublich authentisch und nahbar machen. Also Helene ist am Anfang etwas, wirkt etwas kühl und man fragt sich, ja, hoffentlich kann ich ihr irgendwie nahe kommen, aber ich kann nur sagen, dass das innerhalb der ersten Seiten dann auch schon passiert. Also, dass man irgendwie zu verstehen beginnt, was Helene wirklich auch für eine Schutzmauer um sich herum gezogen hat und ja, wie sie wirklich innerlich tickt und was auch für große Zerrissenheiten in ihr drin sind, genau. Und es ist halt, dass man gezwungen wird, sein Leben zu überdenken durch äußere Umstände. Passiert, glaube ich, jedem von uns mal und dem einen vielleicht in einer krasseren Form als den anderen, aber es passiert einfach ständig oder es passiert immer mal wieder und es ist halt wirklich so eine Geschichte, die wirklich wahrscheinlich zu 1000 Mal irgendwo passiert und die so ähnlich ablaufen kann und ich fand es einfach so brillant von Anne Freitag geschrieben, wie authentisch sie geschafft hat, diese Familie und dieses Aufrütteln der gesamten Familie, weil es betrifft nicht nur Helene und es betrifft nicht nur Georg, es betrifft auch die beiden Kinder und die alle da irgendwie sich neu ordnen müssen und die alle irgendwo an einem Punkt sind, wo das Leben anders weitergeht. Und das war wirklich so fantastisch gemacht, dass ich mich halt ganz oft irgendwie, dass ich gedacht habe, sie schreibt mir aus der Seele irgendwie raus, ne? Es ist, natürlich ist das nicht meine Geschichte, ne? Aber es hat halt irgendwo auch Parallelen, vielleicht auch, weil ich mich jetzt auch in einem ähnlichen Alter wie Helene auch befinde. Ich finde, so mit Mitte 40 fragt man sich ja dann doch nochmal irgendwie, wie das Leben so gelaufen ist, was man irgendwie auch noch vom Leben möchte, wie man es vielleicht möchte. Und wenn dann vielleicht auch, wie bei Helene, es dann auch Sachen gibt, die man eventuell noch nicht komplett verarbeitet hat oder die man irgendwie, ne, die man vielleicht auch irgendwie
nicht gewagt hat zu machen oder so. Also es ist so ein Buch, finde ich, für genau für unser Alter irgendwie, mhm. weil es ist so, also ich glaube jetzt, ich will jetzt keinem was absprechen, aber so eine ja. Anfang 20-Jährige weiß ich halt nicht, ja, ob die das so nachvollziehen können, weiß ich nicht. Ich möchte da keinem was absprechen, um Himmels Willen. Also das ist, ja, das ist, es ist halt wirklich, es hat so viel da drin, was bedeutet es, eine Frau zu sein, was bedeutet es auch, sein Leben irgendwie für sich zu leben und nicht für alle anderen. Dieses People-Pleasing, was man vielleicht unbewusst auch immer wieder macht. Und was geschieht, wenn man nicht mehr immer nur lieb, nett, angepasst und dem Rahmen entsprechend ist, sondern was passiert dann mit dir, mit den anderen, die um dich sind, so halt. Und wie geben wir auch unsere Verhaltens- und Denkmuster an unsere Kinder weiter? Das hat mir auch nochmal so ein... Ich meine, das, also Wahnsinn, das war richtig krass nochmal so für mich auch, weil, wie gesagt, das sind echt so Parallelen drin, da habe ich gedacht, Ich werde ihr auch noch selber schreiben, das wollte ich mal in Ruhe machen. Ja. Aber das ist, ich war da wahnsinnig ja, berührt und hat mich tief irgendwie ins Herz getroffen, dieses Buch. Das ist absolut ein Buch, das ich wirklich vielen empfehlen kann, die sich auch so darauf einlassen vielleicht wollen. Also auch auf. Weil natürlich findet hier eine Trennung statt, weil es eine andere Frau gibt und es gab einen anderen Mann. Also man muss sich natürlich schon auf sowas einlassen, aber aber ganz ehrlich, das ist das Leben und das ist, wie es läuft. Und ja. Ich kann nur sagen, für mich hat es absolut gerade zu diesem Zeitpunkt, also ich hatte damals ja schon die Vorschau gelesen und habe Anja nur geschrieben, ich glaube, Anna hat mein Buch geschrieben. Ähnlich. Ja. So. Ja. Ne, weil, ne, wie gesagt, es ist nicht meine Geschichte, aber es hat so hart gepasst, gerade in meine Lebenssituation. Ja. Es hat unheimlich gepasst gerade und ich glaube auch, dass Anne das Buch für mich geschrieben hat, aber auch für ganz, ganz viele andere Frauen. Mhm. Ganz, ganz viele andere Frauen. Und ich hoffe sehr, dass sie weiter solche Bücher auch veröffentlichen wird. Ihr wisst, ich liebe auch ihre Jugendromane sehr, aber ich glaube, also ihre Stärke, finde ich, liegt in diesen Büchern. Also wenn sie weiter solche Bücher schreibt, ich bin die Erste, die da steht und die kauft. Und ich glaube, der Kamper Verlag ist genau der richtige Verlag für sie. Ich finde es so toll aufgemacht. Total auch. Schön, es ist so schön geworden. Mhm. Und ja, für alle, die irgendwie so das Gefühl haben, was will ich, was bin ich? Also wo will ich hin? Also es ist, glaube ich, es schlägt in diese Richtung... der Literatur, die viele Frauen im Moment auch so schreiben, auch so vielleicht Mareike Fallwickel, obwohl ich das jetzt also auf keinen Fall irgendwie sprachlich miteinander vergleichen will, weil ich habe ja so ein bisschen Probleme gehabt mit... ja, aber so in die Richtung der Themen. Aber so in die Richtung der Themen. Ja. Ich meine, ich muss die Wut, die bleibt zum Beispiel ja noch lesen, aber so das halt, ja also so es ist halt so, ach, wo man nochmal so... wo man auch selber anfängt nachzudenken und nochmal so selber resümiert und vielleicht auch selber auch was mitnimmt aus den Büchern. Und das, finde ich, das macht doch so 5-Sterne-Bücher auch aus, dass man halt was mitnimmt aus diesen Büchern. Das ist, was halt bei dir bewirkt. Dass irgendwie so eine Seite angeschlagen wird und wo man irgendwie... ja auch drüber nachdenken, ne? Weil wie viel Trennungen gibt es, wie viel Scheidungen gibt es, was haben wir für eine hohe Scheidungsrate? Wir wissen meist überhaupt nicht, wer alles mit irgendwie Themen zu tun hat, wo vielleicht der kämpft oder wo es halt auch nicht läuft oder wo man irgendwie in Beziehungen, und es ist immer ein großes Fass, wo auch viel immer noch nicht besprochen wird, einfach auch. Und das, also ich, genau, es ist wahnsinnig wichtig, dass es solche Bücher gibt. Ja. Absolut. Und ich finde, Anne Freitag hat das wahnsinnig gut gemacht. Es hat mir so gut gefallen. Es war so ein tolles Buch. Sehr schön. Ja, war richtig auch noch toll. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte dann noch am Ende so ein kleines Schmankerl für zwischendurch. Das kann man wirklich so nennen. Ich habe gedacht, ich bin jetzt mal gespannt, ich habe lange nichts von der Autorin gelesen und komme ich noch so rein, aber es hat mich echt wieder, sie hat es geschafft. Amelie Nothomb mit Töte mich, und das ist echt so ein Buch,
Das ist ja auch sehr dünn. Und das kannst du wirklich einmal so weglesen. Und dann fühlte man, ich fühlte mich einfach nur gut unterhalten. Das ist, als ob ich mal eben schnell irgendwie so eine coole Serie geguckt habe oder so. Das wird jetzt nicht lange in meinem wahnsinnig kleinen Gedächtnis bleiben. aber ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt. Hier geht es nämlich um die 17-jährige Tochter des Grafen Neville. Seriös wird sie genannt. Und sie wird nachts im Wald halb erfroren von einer Wahrsagerin gefunden. Die nimmt sie dann mit zu sich und peppelt sie so ein bisschen auf und ruft dann den Papa an, den Grafen, und sagt, hier, hör mal, hier, deine Tochter ist hier, hol die mal ab, was ist denn da los? Und dann kommt er auch dahin und ist auch völlig erschrocken, was jetzt da passiert ist, weil ihm ist das Verschwinden gar nicht aufgefallen, weil es war noch keine Frühstückszeit, sie haben sich noch nicht gesehen. Und er holt sie dann halt ab und die Wahrsagerin sagt aber vorher, bevor er wieder geht, dass es bald eine Party geben wird, und er erschreckt total, weil sie haben tatsächlich so eine Gartenparty vor, und auf dieser Gartenparty wird er einen Gast töten. So, und dann geht er nach Hause, und seit dieser Aussage dieser Wahrsagerin wird er wahnsinnig und macht sich die ganze Zeit Gedanken, wen er ihn jetzt umbringen soll. Ja. Das sagt dir einer, und dann machst du natürlich dann auch, ja klar, du musst es überlegen, wen muss ich umbringen, wen kann ich nicht leiden. Das ist unglaublich. Ja. Und es kommt auch noch dazu, dass das wahrscheinlich so die letzte Gartenparty ist, weil die sind nämlich bankrott, die Adligen. Sie können dieses Haus, diese Villa eigentlich gar nicht mehr halten. Und das muss auch seiner Frau und seiner Familie jetzt auch noch irgendwie beibringen, dass es jetzt das letzte Mal ist und so. Ne? Und Amelie und Tom schafft es hier wieder mit einer sarkastisch zwinkernden Auge und ihrer skurrilen Art, den Adel mal wieder so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und das ist immer so toll, weil sie kommt ja auch aus einem gehobeneren. Sie ist auch eine Diplomatentochter und so. Und sie kommt ja aus diesen erhöheren Kreisen. Ja, erleseneren Kreisen. Und sie nimmt das mal wieder hier so richtig schön auf die Schippe. Und das mag ich sehr, weil natürlich da auch echt viel hintersteckt. Es kommt halt zu dem Punkt, deshalb auch dieses Töte mich, dass seriös zu ihrem Papa geht und sagt, hör mal, ich habe das Gespräch mit angehört, nimm mich. Und er so, töte mich jetzt. So, ne? Und ich will jetzt gar nicht mehr, jetzt höre ich auf zu erzählen. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht lang. Das ist nicht lang. Und das muss ihr müsst es selber lesen. Es macht dann wirklich Spaß. Es steckt natürlich so eine gewisse Gesellschaftskritik natürlich mal wieder drin. Und natürlich auch so diese Personenzeichnung, die Amelie Thomas macht. Und was hier wirklich grandios ist, sind die Dialoge. Also es ist wirklich, da trifft sie echt auch meinen Humor, muss ich sagen. Das ist wirklich gut und ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Ich habe 4 Sterne jetzt gegeben, ich fand es wirklich toll. Ich fand es auch mal gut, dass es weniger autobiografische Züge hatte, sondern dass es einfach mal so ein Standalone, was das anbelangt, war. Das fand ich jetzt mal gut, dass ich mich dafür entschieden habe. Und ich kann euch echt sagen, wenn ihr mal so zwischendurch einfach euch mal gut unterhalten lassen wollt und dann wieder so ein Bams am Ende, wobei den habe ich so ein bisschen geahnt, fand ich aber nicht schlimm. Dann lest das. Cool. War gut. Ja, wahrscheinlich brauchen wir auch mal Pausen dazu. Ja. Du hast eine Zeit lang zu viel hintereinander. Ich habe zu viel hintereinander und ich brauche mal eine Pause. Und deshalb war genau richtig. Ich habe das an einem Tag gelesen, vormittags, kurze Pause, Nachmittag weitergelesen, fertig. Ja, das war gut. Das war echt gut. Naja, ich glaube, das braucht man manchmal so dann eine Pause auch von Autorinnen und Autorinnen. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, dann war's das. Das war der Lesemonat. Wir haben, glaube ich, alles rausgeholt aus den Büchern. Alles, also wir haben jetzt nicht so wenig darüber erzählt. Nee, ich glaube auch. Ich bin gespannt, ob wir die Stunde jetzt wieder fast geknackt haben. Ja, ja, vielleicht. Mal gucken. Genau, wir freuen uns aber über eure Kommentare. Nämlich sind wir ganz gespannt darauf, was ihr so gelesen habt im April. Genau, ob ihr Highlights dabei hattet, dann schreibt bitte in die Kommentare. Da freuen wir uns auf den Austausch mit euch. Ja, und ob ihr natürlich eins der Bücher kennt, die wir gelesen haben und wie ihr die gefunden habt oder was ihr dazu sagt oder ob ihr die noch lesen möchtet, schreibt uns das auch gerne. Genau. Und dann habt einfach einen tollen Tag, Abend. Wann auch immer ihr das schaut, bin ich wieder in dieser Tag-Nacht. Jedes Mal. Jedes Mal komme ich in diese Schleife. Und dann überlegt sie ganz doll. Ich wollte einfach sagen, schönen Sonntag. Aber wenn ihr das Montag guckt, passt es ja auch nicht. Ach, das ist ein Dilemma. Habt einfach eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.